Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hat unsere, ich sag mal, Reisegefährtin ein Portal zur Telvanni-Halbinsel geöffnet. Und zwar werden wir jetzt zurück oder hin, ich weiß es nicht, nach Telvara reisen. So, das liegt irgendwo vor uns. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Hier wäre noch ein Wegschrein, den wir mal eben freilegen können. Und eigentlich, aber anscheinend von der anderen Seite, ist hier auch noch ein Weg. Ah, hier. So, da kommen wir dann nämlich zum Zielort. Halt, stopp. Das müssen wir mitnehmen. Hahnseide brauchen wir immer. So, geradeaus links. Oh. Der Große muss mich jetzt nicht unbedingt entdecken. Mein Meister möchte, dass ihr diese Nachricht Meisterin Shilreni überbringt. Die Versammlung wird weder Drohungen noch Erpressung dulden. Diese Gerüchte verstören die anderen Meister. Shilreni muss ihr Streben mäßigen, sonst wird die Versammlung handeln. Ich werde eure Sorgen an Meisterin Shilreni weitergeben. Was guckst du so? Ich dachte, du sagst noch was. Vergesst, was ihr gehört habt, Fremde. Meisterin Shilreni kümmert es nicht, was andere Meister von ihr halten. Oder wie schwer sie mir das Leben macht. Nun, was führt euch nach Telvara, dem Turm der Telvanni-Münder? Ich muss mit Meisterin Shilreni sprechen. Wo kann ich sie finden? Meisterin Shilreni kommt nie nach Alt-Isra. Telvanni-Meister tun das nur selten. Ich gehe davon aus, dass sie in ihrem Turm ist, Telbaro. Doch ich wäre wirklich ein schlechter Mund, wenn ich zuließe, dass ihr sie zu Hause belästigt, ohne gefragt zu haben, welches Anliegen ihr habt. Also, ja, wir gehen in dem Fall jetzt auf jeden Fall auf Überreden, weil Überreden ist ja immer was Gutes. Ich finde es nur halt ein bisschen blöd, dass Überreden nicht auf dem Ersten ist, weil die meisten, die das schon gemacht haben, klicken ja einfach nur durch und die kommen dann hier aufs Erste drauf. Erkennt ihr mich nicht? Ich habe Meisterin Shilreni in Telrendis geholfen. Sie wartet schon auf meinen Bericht. Ah, Meisterin Shilreni bespricht ihre Arbeit nicht mit mir. Nun gut. Nehmt das Telbaro-Insigne aus meiner Amtsstube. Ihr werdet es brauchen, um die Schutzzauber aufzuheben. Ansonsten kommt ihr nie durch die Kaverne, um den Turm zu erreichen. Sie nimmt ihre Sicherheit sehr ernst. Ich werde jetzt diese Insigne holen. Meine Amtsstube ist hinter der nördlichen Tür und das Insigne liegt hinter meinem Tisch. Verwendet es, um die Schutzzauber in der Kaverne aufzuheben. Sonst erreicht ihr den Turm nie. Telbaro ist schwer zu finden. Sucht nach der Kaverne des Turms, östlich von Alt-Isra. Der Turm steht darin. Und was genau macht ein Mund? Wir kümmern uns um die Angelegenheiten der Versammlung im Auftrag der Meister, die wir repräsentieren. Meisterin Shilreni ist viel zu wichtig, um ihre Zeit mit Hausangelegenheiten zu verschwenden. Alle Meister sind das. Daher sorgen wir Münder dafür, dass alltägliche Angelegenheiten sie nicht belästigen. Lasst ihr jeden Meisterin Shilreni treffen? Eine bessere Frage wäre, halte ich euch für eine Auftragsmörderin? Oder interessiert mich das überhaupt? Falls ihr es nicht seid, besteht keine Gefahr. Wenn doch, nun dann kann sich Meisterin Shilreni selbst schützen. Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, dass meine Meisterin und ich noch auf demselben Pfad wandeln. Ja, okay. Es kann natürlich sein, dass die erste Antwort auch gegangen wäre, aber ich weiß es nicht. Überreden ist halt immer besser. Gut, das sieht ja cool aus hier. So ein bisschen wie in meiner Hütte, in meiner Telvanni-Hütte. Mund Wabdrus Tagebuch. Oh je, ist ein bisschen viel drin. Das könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Hat, denke ich mir mal, nicht direkt jetzt was hiermit zu tun.
Anweisungen befolgen. Oder wenn doch, dann, sage ich mal, wird es ja gleich nochmal zusammengefasst. Brief an Mund Wabdru. Wabdru, ich muss sagen, dass mich euer letzter Brief doch enttäuscht hat. Ein Mund muss dafür sorgen, dass die Politik von Alt-Isra nicht die wichtigere Arbeit seines Meisters stört. Wenn ich mich um die frivolen Angelegenheiten meiner Rivalen kümmern muss, wozu harre ich dann euch? Wenn sie weiterhin darauf beharren, dass ich tatsächlich etwas falsch mache, was gemäß der Traditionen und Gepflogenheiten der Telvanni unmöglich ist, dann sollten sie einen Konklave einberufen und wenn dies geschieht, dann werde ich mich ein für alle Mal um meine Rivalen kümmern. Gebt euch bis dahin mehr Mühe. Oh, ich muss ja mal eben, meine Maus springt die ganze Zeit weg, wenn ich da drauf drücke. Gebt euch bis dahin mehr Mühe. Wenn ihr mich erneut enttäuscht, ziehe ich euch bei lebendigem Leib die Haut ab und mache mir einen Mantel mit Pelzkragen draus. Meisterin Shelreni Baro. Ja, können wir das Geld hier mitnehmen? Oh ja, können wir. Sehr schön. Ja, es tut mir leid. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich die ganze Zeit versucht habe, so ja unauffällig wie möglich die unten das Chatfenster zu schließen, aber die Maus irgendwie immer weggehüpft ist, sobald ich da draufklicken wollte. So, eine Insignie haben wir gefunden. Das ist die, wovon er gesprochen hat. Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt dahin? Ist das gestohlen, wenn ich hier... Nö, ist nicht gestohlen. Okay, dann kann ich das ja mitnehmen. Ist allerdings ein Rezept, was ich schon kannte. Achso, das ist nur am Leuchten. Das ist nicht... Okay. Ich dachte, da lag noch was zum Lesen. So, jetzt die große Frage. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Weil hier müssen wir offenbar nicht hin. Wir müssen da unten... Nee, wir müssen hier oben hin. Ach, das ist schon wieder... Das ist schon wieder quasi irgendeine andere Quest. Wir müssen hier oben hin. Dann werde ich mich mal eben dahin aufmachen. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Ja. Findet den Eingang nach Tel... Achso, er hat ja gesagt, das ist hier versteckt. Kann ich hier abkürzen? Ah, ihr Schweine! Ihr habt das extra offen gemacht. Und dann darf ich hier nicht abkürzen. Sauerei. Das ist wieder typisch Teso. Die zeigen einen was, dann machen sie eine lange Nase. So, jetzt haben wir gleich alles hinter uns her. Das dürfte dann der Eingang sein. Okay. Jetzt kommen schon die Feigling. Och. Jetzt kann ich den da nicht treffen, oder was? Will nicht mehr. Befehle von Dämmerhauptmann Zenfis. Wie sieht das eklig aus? Dämmersäbel. Meisterin Shelreni hat eine neue arkane Barriere errichtet, die den Eingang des Turms von Tel Baro versperrt. Bleibt auf der Hut, denn diese Schutzzauber sind nur vorübergehend, bis sie die Zeit findet, um etwas Dauerhaftes und Robustes zu beschwören. Beachtet, dass nur jene von euch, die berechtigt sind, den Turm zu betreten, und dies sind nur wenige, einen Tel Baro Insignie benötigen, um die Schutzzauber beim Betreten vorübergehend zu deaktivieren. Ohne Insignien nähert ihr euch dem Eingang des Turms auf eigene Gefahr. Die 4 Schlösser sind in der Kaverne des Turms verteilt. Dämmerhauptmann Zenfis. Ja, toll. Jetzt dürfen wir also doch wieder hier durch. Hätte ich jetzt auch alle platt machen können in der Zeit. Hier war da oben rum, oder? Denke. Ach, da kommt man gar nicht. Hä? Doch, hier ist ein. Oh, wie bin ich denn da reingekommen? Mann! Alter! Alles gut! Achso, das Schloss heißt dann wohl. Ach nee, das heißt nicht. Ach, das waren diese roten Dinger, wo ich mich eben noch gefragt habe, was das ist. Okay. Ah.
Nun gut, dann brauche ich ein bisschen Übersicht, deswegen mache ich das mal ein bisschen zurück so. Nee, hier ist eine Tür. Oh, was ist das Ding hier? Da ist noch eins. Hm, hier oben. Ja, ich wusste, da kommt jetzt irgendwas runter. Legt euch nicht mit einem Straßenkind an. Genau. Irgendwie sehen die ja schon eklig aus. Das nehmen wir auch mal direkt mit hier. So, dann haben wir noch ein letztes. Das müsste hier unten sein. Ja, ist auch hier unten. So, komme ich jetzt so auf den Turm drauf? Ja. Auf den Turm, auf die Brücke meine ich natürlich. Ich wollte mich hier gerade umsehen. Er wird das Schwarzbuch bald entschlüsseln. Das sollte er schon wenig. Wir brauchen den Ritus, der in das quälende Auge verborgen ist. Um jeden Preis. Ist hier noch eine Überraschung drin? Oh, kann doch nicht sein, dass ich mich hier gerade am Umsehen bin. Das ist aber jetzt oben, oder? Es hört sich an, als ob hier unsichtbar ein Hund drin hockt. Sagt irgendwie. Es den Fürsten. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein. Ich erwarte, dass sie ihren einhalten. Na komm, ich glaube, ich muss euch sowieso umbringen. Die haben aber auch noch Garn hier. Ich habe keine Zeit für aufmüpfige Geister. Ihr werdet mir Zugang zum Schwarzbuch verschaffen, wenn ich zurückkehre. Sonst... Hier drüben, schnell, bevor Shelreni zurückkehrt! Ihr konntet also den Hinweisen folgen, die ich in meinem Turm zurückließ. Aber ihr habt euch ganz schön viel Zeit gelassen. Ich kann mich Shelreni nicht viel länger widersetzen. Wenn wir entkommen wollen, um zu verhindern, dass ich der verlogenen Mörderin helfe, dann tut genau, was ich sage. Was muss ich tun? Mein Geist ist an den Seelenstein gebunden, mit dem Shelreni mich gefangen hat. Diese Verbindung zu entwirren wird mehr Zeit und Können brauchen, als ihr habt. Nehmt daher einfach den Stein und geht. Ohne mich wird sie mein Schwarzbuch nicht entschlüsseln können. Jetzt wird der Typ mir langsam unheimlich. Wo ist das Schwarzbuch? Shelreni hat das Schwarzbuch mitgenommen. Doch ohne meine Hilfe wird sie es Seite für Seite enträtseln müssen. Das wird Tage oder Wochen dauern, nicht nur Stunden, falls sie es überhaupt schafft. Sie bevorzugt Abkürzungen zur Macht. Das wird eines Tages ihr Untergang sein. Wofür braucht Meisterin Shelreni das Buch? Sie braucht es gar nicht. Sie hat sich mit einem Bremora namens Torvisart und zwei dädrischen Fürsten verbündet. Im Buch befindet sich anscheinend ein Ritus, den sie für sie wirken soll. Im Gegenzug werden sie ihr geben, was sie will. Die Kontrolle über Haus Telvanni. Ich hole den Seelenstein. Wenn mir einer sagt, wo... Achso, hier. Hört ihr mich? Mit dem Seelenstein in eurem Besitz kann ich kommen und gehen, wie es mir beliebt. Nutzt dieses Portal und lasst uns gehen. Ja, und nun? Ja, das sollte reichen. Besprechen wir unsere Vereinbarung, mein Gefährt aus Fleisch und Knochen. Ich hatte nicht vor, für immer tot und körperlos zu sein. Doch bei euch zu sein, ist tausendmal besser, als in Shelrenis Klauen zu bleiben. Und wir haben ihre Pläne für mein Schwarzbuch hinausgezögert.
Nun erzählt mir von euren Geschäften mit Hermaeus Mora. Hermaeus Mora hat mich ausgewählt, um Apokrypha und Nirn vor feindlichen dädrischen Fürsten zu retten. Oh, Ende der Weltkram also. Nun, das ist wenigstens spannend. Natürlich braucht ihr dabei die Hilfe eines Telvanni-Magisters. Und zum Glück habt ihr mich. Lasst mich eine kleine Belohnung aus meinem alten Gewölbe heraufbeschwören. Ein kleiner Zuschuss für geleistete Dienste. Das ist ja cool. Wir erhalten ein Andenken, und zwar Mellens Seelenstein. Nun, da die Seele von Mellen den Mundlosen sicher in euren Rucksack verwahrt ist, wird es euch nie an Ratschlägen, Kommentaren zur Weltlage und anderen Anekdoten mangeln, die er gern mit euch teilt. Okay, und einen Fertigkeitspunkt einmal bekommen. Gebt acht, meinen Seelenstein immer bei euch zu tragen. Ich kann euch nicht helfen, die Welt zu retten oder euch in wichtigen Angelegenheiten beraten, wenn ihr mich nicht bei euch habt. Solange ich mich nicht manifestiere, könnt nur ihr mich hören. Oh, und ich kann euch gewisse Fähigkeiten verleihen, wie zum Beispiel meine Geistersicht. Was heißt das? Aber mit dem Andenken geht das leider nicht. Also jetzt so außerhalb von der Quest. Ihr wollt mich beraten in Bezug worauf? Im Leben war ich ein Telvanni-Magister. Ich bin sogar immer noch einer der mächtigsten Magier auf der Halbinsel. Und ich hatte schon mit Hermaeus Mora zu tun und Shelrini. Ihr meint nicht, dass mein Rat wertvoll sein könnte? Nun, er ist es. Warum hat Meisterin Shelrini euch noch gleich ermordet? Vor langer Zeit war ich ihr Mentor. Doch ich erkannte die Finsternis in ihr. Und zwar nicht nur die üblichen Telvanni-Eigenschaften. Sie war leichtsinnig, gefährlich. Ich weigerte mich, ihr Vorankommen über den Rang einer Meisterin hinaus zu unterstützen. Und sie begehrte mein Schwarzbuch. Also brachte sie mich um. Ja, wie man das so macht, ne? Erzählt mir mehr über Geistersicht. Es ist eine Verbesserung jener Okularlinse, die ihr in meinem Turm verwendet habt. Ich schuf einen Zauberspruch, der die gleiche Wirkung ohne einen kruden Fokus hat. Da ich nun tot bin, ist seine Wirkung sogar noch besser. Noch besser? Was meint ihr? Mein Schwarzbuch, das quälende Auge, birgt viele Geheimnisse. Geistersicht ist eines von ihnen. Damit kann ich eure Sinne erweitern und es euch erlauben, das Verborgene, das Unmerkliche und das Ungesehene zu sehen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Geistersicht bei den vor uns liegenden Aufgaben noch wichtig sein wird. Okay, ich bin gespannt. Achtlos in euer Bündel gesteckt? Ich erwarte bei nächster Gelegenheit einen Seidenbeutel für meinen Seelenstein. Verschwinden wir von hier. Wir haben viel gelernt und einen Verbündeten gewonnen, auch wenn Meisterin Shelrini das Schwarzbuch in ihren Besitz bringen konnte. Ein weiterer Schicksalsfaden muss erkundet werden, Entsandte. Nutzt dieses Portal und seht, wohin es führt. Ja, wir haben wieder ein Portal erhalten. Allerdings, denke ich, wird das wieder der perfekte Moment werden, um mal eben einen kleinen Cut zu machen und ja, durch das Portal dann in der nächsten Folge zu treten und dann in der nächsten Folge eine neue Quest zu beginnen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.